Ausbildung steht beim Technischen Hilfswerk im Vordergrund. Daher ist es wichtig, auch Gelerntes immer wieder zu machen, damit im Ernstfall alles auf Anhieb klappt. Feuerwehrzugführer Christian Beuke übernahm diesmal die Ausbildung. Dabei ging es um den richtigen und effektiven Umgang mit Schere und Spreizer. Nach einer theoretischen Stunde ging es an die Praxis. Jetzt vorbeischnackt und vielleicht auch jemand auf der Rückbank mal verletzt. Also muss ich mir jetzt überlegen, wie schütze ich den jetzt? Hole ich mir jetzt noch ein Rüstholz dabei und verbaue es noch mal so lange? Oder habe ich genug Helfer, die es vielleicht halten können in der Zeit? Wie gesagt, wir müssen schauen, was das Material macht. Man könnte auch hergehen und eine lange Brechstange hier hinlegen, die runterdrücken auf beiden Seiten mit zweimal so einem Hebelbild oder einem Hebelpunkt bildet. Für einige THW-Helfer war dies zwar nicht das erste Mal, dass sie ein Auto zerlegten, doch neue Aspekte gerade in Bezug auf die immer kompakter werdenden Fahrzeuge konnte der Berufsfeuerwehrmann den Helfern vermitteln. Christian Beuke ist beruflich in Menden tätig und zudem Zugführer des Zuges Beckum-Volkringhausen-Eisborn. Der Gedanke diesbezüglicher Zusammenarbeit kam bereits vor Jahren bei einem gemeinsamen Übungswochenende in Münster. Das war eine interessante Ausbildung, resümierten die THW-Helfer. Zwei Autos wurden von ihnen fachgerecht zerlegt und auch Ausbilder Beuke war zum Abschluss zufrieden. Die Handgriffe sitzen, jetzt müssen sie nur noch in weiteren Übungsabschnitten vertieft werden.